Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 12. Januar 2016. Mein Name ist Norbert Giso. Ja, zu den gestrigen Konstellationen hat sich heute relativ wenig geändert. Die Sonne im 22. Grad des Steinbocks, der rückläufige Merkur und die Sonne laufen aufeinander zu, also weiterhin vorsichtig damit, was wir sagen, wofür wir uns entscheiden und was wir unterschreiben. Dazu kommt heute nochmal ein Mond im Wassermann, der in der Nacht zum Mittwoch um 0.53 Uhr ins Zeichen Fische wechseln wird. Der morgige Tag also von der Grundenergie ganz anders als der heutige Tag. Während der Mond in den Fischen eben ab heute Nacht sehr emotional ist, keine Grenzen kennt und ein tiefes Bedürfnis nach Glauben, Sinnhaftigkeit und Spiritualität hat, aber oftmals in der Realität schwimmt, ist der Mond im Luftzeichen Wassermann eher rebellisch und aufsätzig. Er möchte im Grunde etwas anderes als das, was ist. Er möchte im Grunde die Situation, wie er sie vorfindet, verändern. Und es ist sehr interessant, wenn wir den Mond in einem Luftzeichen, also Wassermann, Zwilling und Waage finden, auch im Geburtshoroskop, dann ist hier immer eine gewisse Zwiespältigkeit zu erkennen, weil die Luftzeichen ja immer mit den Polaritäten, mit beiden Seiten zu tun haben. Und der Wassermann im Grunde hat den Wunsch danach, die unterschiedlichen Seiten, die Polaritäten zusammenzubringen, aus den Gegensätzen etwas Ganzheitliches zu formen, was in der Realität aber bedeutet, dass er oftmals zwischen den Polen hin und her springt. Wenn wir also das beliebte Beispiel nehmen des halb vollen oder halb leeren Glases, wobei der Optimist das Glas halb voll sieht und der Pessimist das Glas halb leer sieht, könnte man sagen, dass der Mond im Wassermann immer zwischen halb voll und halb leer hin und her springt und von daher es ihm schwerfällt, sich mit einem dieser Zustände zu identifizieren. Aber genau dieser Wunsch nach Identifizierung treibt ja den Mond an, der ja für die Gefühle steht. Und die Gefühle wollen sich halt identifizieren mit einem Zustand, den wir entweder als positiv oder als negativ bewerten. Und so ist es oftmals so, dass mit dem Mond im Wassermann Situationen entstehen, wo wir immer das Gegenteil wollen von dem, was wir gerade haben. Beziehungsweise, wenn es diese Tendenz in uns gibt, dann kann sich diese Tendenz verstärken. Andererseits ist es so, dass der Mond im Wassermann eben alles Fortschrittliche, Progressive, Neuartige, Freiheitsliebende fördert, was natürlich hier beim Steinbock, der ja eher für das Konservative steht, auf Widerstand stößt. Der Steinbock möchte gerne eine Sache immer weiterführen, liebt es, wenn die Dinge so bleiben, wie sie sind, während der Mond im Wassermann immer das gerne anders haben möchte, als es ist. Heutigen Tag kann es also genau diesen Zwiespalt geben zwischen einerseits, ich möchte gern den Trott weiterführen, andererseits, es muss mal etwas Neues passieren. Oder aber, wenn der Impuls, dass noch etwas Neues passieren soll, stärker ist, was ja individuell eben auch mit der Prägung durch das Geburtshoroskop zu tun hat, dann stoßen wir auf vielleicht bestimmte Verpflichtungen, die darauf pochen, dass es immer so weitergeht. Ein weiterer Aspekt ist die Venus hier im Schützen, die hier einen gewissen Idealismus und Optimismus vertritt. Die ist im Trigon, also im förderlichen Aspekt zu Uranus, stärkt damit die Wassermann-Qualität, weil Uranus der Planet des Wassermanns ist. Also auch hier Venus. Uranus bedeutet auch, ich möchte was Neues erleben, es soll was Neues passieren, es soll aufregend sein, frisch sein. Der Venus kommt alles Alte etwas langweilig vor. Sie wünscht sich eben Veränderungen. Veränderungen, die wir aber nicht allzu schnell vornehmen sollten, sondern nur im sanften Bereich. Vielleicht hier und da eine Nuance, weil sonst das nicht zu der Grundstimmung im Steinbock passt. Soweit zum heutigen Tag. Morgen am Mittwoch gibt es dann das nächste Tageshoroskop, wo es eben auch ganz stark um dann die Fischequalität des Mondes gehen wird. Ich wünsche uns allen einen schönen Dienstag und sage Tschüss, bis morgen.